Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple ist wieder am Start, und zwar mit der nächsten Apple Review, und zwar in Ski Challenge 2014. Wir gehen mal direkt auf dem Freeride und wollen mal gucken, was uns hier so Schönes erwartet. Und zwar können wir nur im Moment im Trainingsmodus spielen. Wieso das Ganze? Ja, wir müssen 500 Goldcoins bezahlen, damit wir im Online-Modus spielen können. Das ist soweit nicht schlimm, aber man müsste sich dafür in dem Spiel offiziell anmelden. Und das wollen wir dann erstmal angucken. So, und dann sind wir jetzt auch schon direkt drin. Die Grafik ist natürlich atemberaubend. Und wir gucken uns den Freeride direkt an, tippen, um zu starten. Und es funktioniert wie gewohnt mit dem G-Sensor. Wir haben eine Ideallinie, wie es aussieht. Nee, doch nicht. Ist einfach nur so die Streckenabsperrung. Und wir rasen jetzt hier sozusagen, wir gehen mal ein bisschen näher ran, rasen wir jetzt hier die Strecke runter. Wir können ganz normal fahren. Wir können natürlich, wie gesagt, auch schon in den Online-Modus. Gibt halt nur das kleine Problem. Was ist das jetzt hier? Was mache ich denn da? Ach, ich bremse damit. Verstanden. Allgemein bremse ich damit. Ach so. Egal wie, ich muss eigentlich bloß komplett Gas geben. Kann man die Kameraperspektive auch noch ein bisschen wechseln? Ja, so, dann sind wir aus der Ich-Perspektive des Spielers direkt drinne. Läuft sehr, sehr flüssig. Wahnsinn. Alcatel 997D Ultra Dual Core 1 GHz, da wo es drauf läuft. Echt super, also nicht mal Quad Core wird hier gebraucht, damit das Ding überhaupt flüssig läuft, ohne Probleme. So, mit 102 km/h stürzen wir uns herunter und 104 km/h und im Moment sind es weniger, weil wir knallen, nee, doch noch nicht gegen das Schild. Es ist natürlich sehr interessant gemacht. Der Martin Schmidt hier wahrscheinlich mit seinen lila Kuhflecken am Arsch zieht natürlich hier die Endrunde dabei und ja, traumhaft, kann man nur sagen. Absolut beeindruckend. Man kann bremsen, indem man einfach auf den Screen tippt. Bei 128 km/h sind wir angekommen eben. Also wer so schnell hier runterpfeift, der muss natürlich ganz schön was drauf haben. So, ja, die Zeit da oben läuft immer noch weiter. Ach so, gibt das Strafpunkte, wenn ich hier einfach mal so abbiege, obwohl ich das nicht sollte? Weil die Zeit wird ja gemessen anhand dessen, wie lange ich brauche und mit welcher Geschwindigkeit ich hier runterpfeife. Rechts, links, affengeil, macht wirklich Hammer-Fun. Musik im Hintergrund natürlich auch ein bisschen rockig, damit es ordentlich was zu gucken gibt. Eigentlich kann man hier vorne gar nicht so die Grafik, oha, die Grafik so richtig erkennen, weil es einfach vom Schnee her so schnell ist. Auf der Kamera sehe ich das. Aber ansonsten sieht man das sehr gut. Auch das Gebirge sieht super aus. Man kann hier natürlich nicht irgendwie anders gucken, außer so. Das muss reichen. Da sieht man die Berge mit bisschen Schnee und hinten sind sogar die Bäume aufgereiht, die sich jetzt noch nicht nachgerendert haben, so wie ich das gerade sehe. Und da sind wir im Ziel nach 2 Minuten und 30 Sekunden angekommen. Sogar 28. Mensch, perfekt. So, und jetzt gucken wir, 28 Coins haben wir erhalten. Ach so, für meinen Ziellauf, das wusste ich nicht. Das gibt's also extra nochmal. Was ist das hier? Kann man sich das, was ist das? Ach, das Replay. Sag bloß, der speichert das ganze Replay ab. Guck mal einen an hier. Kannst sogar vorspulen bis zu vierfache Geschwindigkeit, damit es nicht ganz so lange dauert. So, gehen wir wieder zurück. Wir gehen zurück zum normalen Menü. Wollen natürlich nicht fortsetzen. Oder halt doch, wir müssen doch fortsetzen. Habe ich das jetzt verstanden? Ja, wir müssen unten drücken. Ja, achso, da musste ich drücken. Gut, so, wir gehen nochmal ganz, ganz zurück und gucken uns nochmal weiter was an. Was gibt es denn jetzt hier noch Schönes? Keine Tore, keine Regeln. Ach, hier gibt es noch was. Zwei Strecken. Interessant. Online wäre jetzt also, wenn ich mich registrieren oder einloggen würde. Gut, das kann man später nochmal probieren. Sieht aber soweit auf den ersten Blick schon mal sehr gut aus. Was haben wir denn hier eigentlich? Einstellungen, wahrscheinlich Vibrationen, Sprache und Sound. Haben wir noch was? Informationen. Was ist das hier für einer? Hier kann ich meinen Spieler wahrscheinlich... Ach, den kann ich direkt so ankleiden, wie ich das gerne möchte. Guck mal einer an, ist ja cool. So, sieht die ganze Sache doch schon etwas anders aus. Yeah, stylisch in grün, rot, weiß, blau. Was haben wir denn hier eigentlich? Ach nee, Entschuldigung. Gucken wir mal, verbringe 10 Minuten auf der Piste. Das ist ja sehr interessant. Und was haben wir sonst noch? Kann man natürlich was kaufen. Für 2 Euro oder 3,59 Euro gibt es 60.000 Goldcoins. Wir haben 1028 im Moment. Gucken wir mal, wenn ich auf Spieler gehe. Achso, kann man genauso was nur machen. Ja, nee, ich will mich noch nicht registrieren.
Ich kann im Moment außerdem Zeitrennen, Freeride, Zeitrennen, machen wir mal. Mal gucken, was passiert. Neue Strecke ist verfügbar. Beaver Creek. Achso, hier unten muss man immer klicken. So, und dann gehen wir mal direkt da drauf. Das Wetter kann ich das einfach auch noch einstellen. Es schneit oder Sonnenschein, eisig. Wir machen mal Schnee. Das dürfte ja dann eigentlich nur. Ach, hier muss ich mich wieder dafür registrieren. Dürfte ja dann eigentlich nur die Hardware noch ein bisschen fordern. So, jetzt wird geladen hier unten Beaver Creek USA. Ändere die Steuerung. Ne, die ist ganz gut so. Ich denke mal, die kann man auch über die Buttons machen. Ach ne, das brauche ich nicht. Das ist alles unnütz. Was gibt es denn da noch sonst? Ein Geist. Geist anzeigen. Brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Drehen, Kanten, Gleiten, wett, wie, wo, wer. Was haben wir denn hier noch? Ski kaufen, Ski reparieren. Ach, man muss die auch sogar reparieren. Donnerwetter, das ist ja mal sehr interessant. So, was, ach, jetzt habe ich hier die verkehrte Steuerung. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt halte ich hier also sozusagen direkt nur drauf und muss nach rechts und links einfach nur noch tippen. Muss ich hier eigentlich die Felder mitnehmen oder was hat das hier für einen Sinn? Fahren wir mal so ein Ding um. Nee, das darf man nicht mitnehmen. Am besten ist wohl einfach nur durchfahren. Und das ist, glaube ich, Bremsen, das brauchen wir nicht. Das heißt, wir müssen gegen die Zeit fahren und das ist eigentlich nichts anderes als das Training, was wir eben schon gemacht haben. Ich finde, mit dem Sensor steuert es sich gut. Jetzt so mit dem Tippen natürlich auch. Was soll auch großartig der Unterschied sein, außer dass man das Handy stillhalten kann für die Kamera und den Leuten da vor dem Bildschirm natürlich nicht schlecht wird. Wir beschleunigen ganz langsam auf knappe 60 km/h. Es wird natürlich noch nicht so richtig was. Also irgendwie ist die Strecke hier am Anfang wirklich lahm. Doch jetzt geht es langsam los. Ja, langsame Beschleunigung ist wirklich das Beste. Jetzt sind wir schon bei 70 km/h gewesen, wenn ich mal nicht so mich verhaspelt hätte. Das ist das Problem hierbei. Also bei dieser Steuerung. Ich finde, das klappte so mit dem Sensor besser. Da konnte man besser Geschwindigkeit aufbauen. Und das ist natürlich die Ski Challenge 2014. Wie bei dem Deer Hunter 2014. Das sind jetzt ja die ganz aktuellen Spiele. Ja, muss man unbedingt mal gezockt haben. Definitiv gut, macht auch Spaß, ist schon fetzig. Wenn man sich einloggt, ich denke mal im Online-Player-Modus, macht das sogar noch richtig Laune. Man sieht aber auch, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, die Fernsicht ist jetzt weg. Dadurch, dass es ja hier neblig ist, beziehungsweise schneit ein wenig, ne? Das war vorhin noch nicht so. Da haben wir klares Wetter gehabt, wir hätten auch eisig kalt machen können. Aber so habe ich gedacht, kommen einzelne Schneeflocken. Nein, dann tut es wahrscheinlich der Grafik-Engine auch noch ein wenig gut, so muss da nur der Nebel ein wenig berechnet werden und die Gegenstände sind halt in der Sichtweite von 150 Metern, anstatt durch die ganze Landkarte gucken zu müssen. Ja, sehr interessant ist das natürlich. Haben wir es jetzt geschafft? Nein, wir haben es noch nicht geschafft. 13 Meter Sprung, 86 km/h, Game Twist, sowas wird also auch alles angezeigt. Sehr cool gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange wir hier runterfahren. Dann kann ich gleich noch erwähnen, dass die App natürlich kostenlos im Play Store erhältlich ist. Den Link findet ihr natürlich wie gewohnt bei mir da in der Beschreibung unten. Und dann könnt ihr euch die App einfach mal runterladen und das mal ausprobieren. Weil, ja, wer sowas auf dem Computer vielleicht gern gezockt hat oder mal unterwegs sowas spielen sollte, der ist hier auf jeden Fall nicht schlecht mit beraten. Bloß, dass diese USA-Strecke extrem langsam ist. Da ist die andere schon besser gewesen. Ich weiß gar nicht, wo die war. Huch. Naja, das war Glück eben. Ach so, der bremst von alleine. Und da springen wir schon wieder 21 Meter weit. Jetzt haben wir es geschafft. Da kommt das Ziel und wir rasen mit 100 km/h direkt in das Ziel hinein und haben uns wieder ein paar Goldcoins verdient. Wie viel dieses Mal? 23 für meine Zielankunft. Also das heißt, wenn man ein paar Mal spielt, hat man die 500 Coins natürlich irgendwann wieder raus. Dauert natürlich eine Weile. Ja, wer dann mal Bock drauf hat, Ski präparieren können wir ja auch mal machen. Wo ging das da jetzt? Ging das da? Ne, achso, hier kann ich bloß wieder die Steuerung zurückmachen. Empfindlichkeit kann man auch noch einstellen, das ist alles schön und gut. Ja, und wer Bock hat, lädt sich die App einfach mal kostenlos aus dem Play Store herunter und wir sehen uns natürlich bei der nächsten App Review auf Wiedersehen.